Ankunft in Illumina City, der Hauptstadt der Kalos-Region und ich glaube, bis heute die größte Stadt im gesamten Pokémon-Franchise, oder? Ja, sogar die 7., 8. und 9. Generation hatten keine größeren Städte als das hier. Vor allem im Vergleich, ne? Im Verhältnis. Wir gehen jetzt zu Professor Platan und kriegen unser zweites Teammitglied. Was? Das Gebäude hier ist Platans Pokémon-Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Okay, das machen wir direkt. Platans Pokémon-Labor. Let's go. Du hast einen weiten Weg von Escissia hinter dir, aber jetzt bist du ja hier. Professor Platan erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Ist interessant, ne, dass der Professor in dem Fall sein Labor nicht in dem Anfangsdorf hat, sondern in der Hauptstadt. Ist selten der Fall gewesen zuvor. Der Professor hat ganz schön vielen Leuten viel über die Pokémon beigebracht. Und lesen kann ich auch nicht. Guck mal, Ohr doch. Kann ich nicht antippen. Willkommen in Platans Pokémon-Labor. Professor Platans Forschung beschäftigt sich mit der Pokémon-Entwicklung. Jeder zu sein Spezialgebiet. Entwicklung, ja. In diesen Spielen bleibt es ja nicht bei der normalen Entwicklung. In welches Stockwerk möchtest du? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Sind wir hier richtig? Wenn nicht, das andere möchte ich auch noch auschecken. Um die Bande zu seinen Pokémon zu stärken, gibt es nichts Besseres, als viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Hier, diese Bälle werden dir bestimmt helfen. Alter, Luxusbälle. Mit einem Luxusball gefangene Pokémon freunden sich leichter mit dir an. Der Professor erforscht die Entwicklung und den Wandel der Pokémon. In jungen Jahren hat er offenbar sehr viel von Professor Eibe aus der Sinnoh-Region gelernt. Aha, der hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es gibt männliche und weibliche Pokémon, sowie solche, deren Geschlecht unbekannt ist. Zudem weist das Aussehen mancher Pokémon geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Was machst du hier? Pokémon verfügen über rätselhafte Kräfte, die Fähigkeiten genannt werden. Manche dieser Fähigkeiten entfalten ihre Wirkung während eines Kampfes, andere wiederum, wenn du das Pokémon in deinem Team mit dir führst. Ich habe gehört, dass es ein Pokémon gibt, das man nur erforschen kann, wenn man eine Waschmaschine und einen Fernseher hat. Die Rede ist von Rotom. Es gibt ein kein schöneres Gefühl, als im Kampf mit seinen Pokémon auf einer Wellenlänge zu liegen. Ja, das ist sehr futuristisch, was hier abgeht, was zur Hölle. Ich entwickle gerade ein Gerät, das mir bei meiner Forschung helfen wird. Doch das ist alles andere als einfach. Gedulde dich bitte, bis es vollendet ist. Sehr fancy, mein Freund. Sehr interessant. Aber kein Professor Platan, weit und breit. Und ich glaube, es war zum ersten Mal ein richtiger Sunny Boy. Ein richtig attraktiver, junger Mann. Da steht er. Wir haben ihn in Part 1 natürlich schon gesehen. Endlich treffen wir uns. Direkt die Musik. Fein, fein. Dann komm doch bitte mal mit. Okay, du Gigolo. Hier bist du zu Hause, ja? Toll, dass du den weiten Weg aus Escissia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reisen zusammen mit den Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein. Dann will ich mir doch gleich mal deinen Pokédex ansehen. Ist halt wild, dass du den ersten Arena-Orden bekommst und dann erst beim Professor landest. So, so. Im Zentralbereich der Kalos-Region hast du 29 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von Escissia hatte ich mich bereits für das Kind vom befreundeten Trainer-Veteran entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihorn-Jockey Primula und ihre Tochter nach Escissia gezogen sind. Und du kennst die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du die ideale Kandidatin für dieses Unterfangen bist. Hallo Professor, ich bin Serna. Ja. Da wären wir. Entschuldigt die Verspätung. Fein, fein. Dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Dir wird die besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Platan, zu kämpfen. Ja. Warum zögern? Wollen wir mit dem Kampf loslegen? Nur noch schnell vorweg. Ich bin nicht sonderlich stark. Das werden wir sehen. Ja, wir kämpfen jetzt gegen sie stattdessen. Ja, ist okay, wenn das Spiel das so macht. So quasi nach dem Motto, wenn du ein Pokémon haben willst, musst du mir zeigen, wie gut du gegen sie antreten kannst.
Wir sind natürlich im elementaren Vorteil, deswegen. Soll ich die Windhose machen? Ist der Viscora schon Drache? Wir gucken einfach mal. Vielleicht ist sehr effektiv. Ja. Verrückt. Immer feste drauf. Solche kleinen Veränderungen, die mag ich tatsächlich. Dass es halt mehr Rivalenkämpfe gibt. Dass du ein kleines Update bekommst, was die anderen treiben in ihrem Team. Finde ich immer ganz witzig. Okay, hat super funktioniert. Gerade nochmal. Aha. Da wird nicht gespart. Finde ich super nervig, super lästig. Und wir sind verwirrt und paralysiert. Du Feuer-Odem ist keine Feuerattacke. Versuche ihm trotzdem weiter zu trotzen. Guck mal, wie sie sich wehren mit allem, was sie haben. Tauboga, bitte. Danke. Jetzt kommen wir voran. Ich weiß aber nicht, wie viele Pokémon Senna dabei hat. Vielleicht sehen wir es gleich. Ich habe nicht darauf geachtet zu Beginn. Stampfer. Das ist alles keine richtigen Teammitglieder. Navitaub. Gott, was machen wir? Vier Teammitglieder. Igastanich. Geh mal bitte. Was machen wir gegen ihn? Tauboga versucht nochmal anzugreifen. Visor Kanonenfutter. Man hat aber auch Pech, ne? Man hat halt auch Pech am Ende des Tages. Schaltet ihn halt auch aus. Eigentlich soll Verwirrung ja nicht so häufig, ne? Dass das Pokémon selbst verletzen, aber es ist halt doch passiert. So, Visor. Was machst du? Brennen? Brennt das Ding? Ne, Paralyse. Glücklicherweise habe ich ja ein bisschen was vorbereitet. Warte mal, Psycho auf Drache. Normal. Tja, dachte ich mir fast. Oh, könntest du bitte? Ja, das war dumm. Gegen Navitaub einen Käfer einzuwechseln, naja. Aber in erster Linie will ich ja gleich bald mal wieder Supertränke kaufen gehen, muss ja. Fee gegen Drache wäre eine schlauere Idee gewesen, ne? Da wird mit Supertränken um sich geworfen. Das nervt! Ich meine, ich mach's ja genauso, aber es nervt trotzdem. Kann ja ein bisschen was versuchen, der Pudox. Aber was tun für sein Geld, ne? Das kriegt der Professor Platan jetzt zu Gesicht. Dieses Trauerspiel, ja. Tut mir aufrichtig leid. Hm, oh, Psycho. Ich könnte höchstens versuchen, ihn zu vergiften schon mal. Das wäre das Erste, was hier was bringt. Wie ist normal effektiv auf Psycho? Aha. Vergift es! Nein. Dann ist Giftstachel sehr schwach.
mach das jetzt. Erstmal weiter, ne? Tun, was wir tun können. Und zieht sich halt ein Stück weit, ne? Igastanisch ist der Last Resort Move, weil Navitaub ist mir noch ein bisschen im Weg, was das angeht. Das ist schade. Zurückgeschreckt kann ich angreifen. Sieht nicht gut aus. Läuft. Good job, Ponita. Diebeskuss. Muss ich ehrlich gesagt nochmal lesen. Der Anwender schielt dem Ziel mit einem Kuss KP. Die Höhe der Heilung beträgt mehr als die Hälfte des beim Ziel angerichteten Schaden. Das ist gar nicht schlecht. 65. Ja, eigentlich macht es ja Feenprise fast schon obsolet, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Spezial 65. Wenn ich mich nicht täusche, brauchen wir dann ja Feenprise gar nicht mehr, oder? Was will er noch einsetzen? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehabt. Durch den Doppelkampf hast du jetzt hier noch Feenprise eingesetzt, obwohl es schon vergessen hatte. Was? Sowas hatte ich ja noch nie. Ach, das war wohl nichts. Klasse Leistung, aber. Das ist ja witzig. Ich hätte auch gedacht, jetzt, dass wir jetzt die neue Attacke stattdessen lernen. Nanu, wieso entwickelt sich? Wieso? Wieso? Gibt auch ein Happy End, ne? Auch dich haben wir in Part 2 gefangen. Und er wird jetzt auch. Er wird groß und erwachsen. Wie Senior. Glückwunsch. Applaus. Woo. Dankeschön. Alles klar. Jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Na, ein Bild von dem, was letzt bei Markus kann. Sie ist ein sehr interessanter Trainer. Fein. Dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eurer Reise begleiten wird. Hier, du kannst dir zuerst eines aussuchen. Ja! Was ein schönes Bild, oder? Bisasam! Glumanda! Shiggy! Ah, die drei besten Starter von allen eigentlich, ne? Also will ich lieb die. Ich lieb die. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Haltet euch fest, ne? Ich sag's euch jetzt mal, wie es ist. Damit wir wissen, wovon wir reden, ne? Die haben wir natürlich alle drei schon mehrfach im Team gehabt. Erstens mal hatten wir ein Pokémon Gelb 2011. Pikachu, Bisasflor, Glurak, Turtok. Das war halt in meinem ersten regulären Pokémon-Let's Play so. In meinem ersten beendeten Pokémon-Let's Play, dass ich eben die Starter alle drei genommen habe. So, die fallen also raus. Dann in Feuerrot, dem Free Gather, hatten wir Glurak mit dabei. In Pokémon Y habe ich mich dann für Bisasam entschieden. Wir haben also Bisasflor und Mega Bisasflor gesehen. Lass mich weiter überlegen, was wir leider sehen. Und dann. Und in Pokémon Blattgrün hatten wir Turtok. So. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon jedes Teammitglied zweimal. Also Gelb. Und dann in Y Bisasflor. In Feuerrot Glurak und in Blattgrün Turtok. 2016 gab es dann also. Ja. 2016 in Pokémon Blau hatten wir wieder Bisasflor. Also zum dritten Mal Bisasflor. Der Gute. Und anschließend in Pokémon X war ich wieder hier und habe keins ins Team genommen. Pokémon Let's Go Pikachu kam 2018 bis 2019.
Und da hatten wir auch Glurak im Team. Das heißt, das dritte Mal Glurak. Und seitdem Schild Alpha Saphir, Soul Silver Prism, Leuchtende Perle, Legenden Arceus, Weiß Karmesin und Weiß 2. Hatten wir nicht. Den einzigen, den wir noch nicht dreimal hatten, war Shigi. Ich liebe Shigi. Und selbst wenn wir wieder nach Kanto gehen, egal ob das irgendwie Pokémon Rot wird oder Let's Go Evoli, dann nehmen wir ihn ja sowieso nicht. Aber jetzt nehmen wir Shigi. Und er kommt ins Team. Vielen lieben Dank. Und Dankeschön, Professor Plath. Das heißt, wir werden Mega Turtok sehen. Und er ist unser richtig offizielles Wasser-Pokémon. Und damit zuständig für alles, was mit Feuer, Boden und Gestein zu tun hat. Aber ich hoffe, dass er mit der Zeit auch irgendwas mit Eisstrahlmäßiges lernt. Gegen Flug und Drache natürlich. Und ich freue mich drauf. Von den Pokémon, die ich jetzt berücksichtigt habe, ist das das einzige aus älteren Generationen. Wir hatten das nämlich auch in, wo war das? Weiß 2, da hatten wir Enton drinne. Ja, es gibt das ein oder andere interessante Wasser-Pokémon, aber die drängen sich jetzt nicht auf, sage ich ganz ehrlich. Unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten und Optionen habe ich mich dafür entschieden, Shigi zu nehmen. Also ich hätte auch wie in Pokémon X einfach keins davon trainieren können, aber wir trainieren Shigi. Aha, du hast dir also Shigi ausgesucht. Warum auch nicht? Fein, fein. Dein Team ist leider voll. Wieder ein Pokémon, das in eine PC-Box geschickt werden soll. Oh nein! Es tut mir so leid. Wie Senior hat sich gerade entwickelt. Das wäre herzlos. Aber ich nehme ihn. Tut mir leid, wie Senior. Shigi erhalten! Yeah! Möchtest du ihm vielleicht einen Spitznamen geben? Nein. Eigentlich ein Happy End für Visor, oder? So nicht sang- und klanglos, sondern mit Stolz abtreten. Auch gut, du willst ihm also keinen Spitznamen geben. Da du dich für Shigi entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir. Ein Turtok Need. So, ihr zwei, ihr sucht euch jetzt aber auch jeder ein Pokémon aus. Aber nicht streiten. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile, lasst dir ruhig Zeit. Wie dem auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt. Na, der zum Urin. Hallo, Frau Professor Platan. Na sowas, ihr seid ja schon alle hier. Hab ich's nicht gesagt. Fein, fein, damit wären wir alle anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit den Pokémon habt. Versucht dabei stets, die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt. Die Mega-Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung, stellt das größte Mysterium der Kalos-Region dar. Lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch auf die richtige Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf völlig neue Gestalten annehmen. Mega-Entwicklung schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex? Trovato, wenn du einen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge dieses Ziel mit aller Kraft. Ich finde diese Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Vanitea die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt hat eine lange Geschichte. Vielleicht findest du ja dort einige Anhaltspunkte. Noch etwas. Wenn ihr die Region bereist, um euren Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer derselben Ideen und Auffassung teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird euch ganz neue Welten eröffnen. Ich finde, anders zu sein als andere macht meinen eigentlichen Wert als Mensch aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Noch etwas. Wenn ihr die Region bereist, um euren Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassung teilen wie ihr. Na gut, wenn die alle sich wiederholen, dann... Der beste Trainer zu sein, der man nur sein kann. Was das Tanzen angeht, könnte ich es da ziemlich weit bringen, denke ich. Ich werde auf jeden Fall meinen Pokédex vervollständigen. Mach das. Also ich möchte einfach möglichst viel erleben, woran ich mich später gerne zurückerinnere. Ich finde, anders zu sein als andere macht meinen eigentlichen Wert als Mensch aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Gut, dann sind wir hier fertig. Was für ein Level und was für ein Typ hat Shigi eigentlich? Fähigkeit und so.
Fähigkeit Sturzbach. Angriff, Verteidigung, Wesen, Kühn. Turtok ist spezial besser als physisch, habe ich gesehen. Spezial besser als physisch. Der physische Angriff wird noch weiter gedrückt für die Verteidigung. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall Spezial nehmen. So wie es ja auch bei Aquaknarre der Fall ist. Ja, was sind denn die Attacken, die Shigi noch lernt? Wir wollten ja sowieso mal reinschauen. Und ich hoffe, ich blende das dann auch mit ein. Was Shigi lernen kann für Attacken in der 6. Generation. Blubber, Aquawelle wird noch wichtig, Hydropumpe ist wichtig. Ja, aber auch Surfer ist noch elementar, ne? Wird auch stärker. Das ist eigentlich gut. Ja, ist alles in Ordnung. So, jetzt natürlich die Frage, die sich ändert. Wie sieht es aus mit den Änderungen? Bei Shigi sehe ich keine Unterschiede. Ah, die lernen Eisfang. Eisfang, was ist denn Eisfang? Sieht auf jeden Fall plausibel und gut aus. Eisfang ist Eiszahn. Das ist aber physisch. Ich brauche ein bisschen Eis, ne? Ich habe kein Eis-Pokémon eingeplant. Aber Eisstrahl und Blizzard könnte lernen, die sind auch beide spezial. Ist nur die Frage, wo kriegen wir TM13 und TM14 her? Das müssen wir ganz kurz, ich finde das mal ganz kurz heraus. Arena von Fractalia City. Eisstrahl kriegen wir geschenkt. Aha. Und XY Fluxia City. Okay, also die bekommen wir wohl beide. Es sieht gut aus mit Shigi. Ich bin zufrieden. Level 10 ist er. Ich würde sagen, er kommt jetzt auch... Ah, er hängt hinterher. Doch, der muss nach vorne. So, jetzt wird schön sortiert. Muss. Und ich erwähne es nochmal. Das einzige Pokémon von meinem 6er-Team, das nicht aus der 6. Generation kommt. So eine Ausnahme der Regel muss immer sein. Wie gesagt, ich habe mir schon intensiv Gedanken gemacht, wie wir am Ende ein richtig geiles Team haben können. Und da brauchen wir eben dieses gelungene Wasser-Pokémon. Und ich muss auch berücksichtigen... Oh. Ich muss auch berücksichtigen, dass wir auch Surfer und Kaskade irgendwem lernen können. Aber vielleicht kann ich das auch auf zwei Schultern aufbürden. Da habe ich jetzt auch nur ganz kurz, habe ich auch schon was aufgeschrieben. Ja, es gibt noch ein Teammitglied, was Surfer und Kaskade kann, obwohl es kein Wasser-Pokémon ist, interessanterweise. Weiter geht's. Oh, da könnt man jetzt schon... Nein, also lasst euch die Stimmung nicht verderben. Wenn ihr jetzt recherchiert, seid ihr... Dann behaltet's für euch. Ich werde sie also schon bald treffen? Ja. Die Kinder, die der Professor auserwählt hat, welches Potenzial sie wohl in sich bergen. Darf ich vorstellen, das ist Let's Play Markus. Sei doch so gut und komm mal bitte kurz rüber. Schaut euch diese Frisur an, dreiwettertaft. Oh, du hast also einen Pokédex vom Professor erhalten. Das ist einfach wunderbar. Du bist wirklich auserwählt. Mein Name ist Flordelis. Es ist mein Bestreben, möglichst viel über die Pokémon zu lernen, um den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. Ich konnte viel von Professor Platan lernen. Oh, du hast ja einen Hololog bei dir. Wissen ist Macht, hörst du? Machen die also zunutze. Hör mir gut zu. Diese Welt muss besser werden. Alle auserwählten Menschen und Pokémon müssen unermüdlich arbeiten, damit die Welt ein schönerer Ort wird. Nur gut, ich muss dann mal los. Richte Professor Platan bitte meine Grüße aus. Ich strebe nach einer besseren Welt. Nach einer Welt der Schönheit. Dann fang bei dir an und geh erstmal zum Friseur. Sorry fürs Witz Recycling, aber ich muss einfach dran denken. Das nennt man Assoziation. Ich frage mich, was für eine Welt Flordelis mit dieser Welt der Schönheit genau meint.
Es gibt so viele verschiedene Pokémon in der Kalos-Region. Ich hoffe, der Pokédex hilft dir dabei, mehr über sie alle in Erfahrung zu bringen. Also die Standpauke vom Professor nach dem Motto, ne, sei offen für andere Ansichten, war auch direkt an ihn gerichtet, Flor Delis. Ich weiß ja, was er vorhat. Neosan LPM, es gibt einen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Also bis bald. Vanitea. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich warte im Café Soleil auf dich, Nachbarin. Was Caleb wohl auf dem Herzen hat? Keine Ahnung, scheint aber ein großes Geheimnis zu sein. Ich bin zwar neugierig, aber wir sollten uns da wohl besser raushalten. Neosan LPM, verlasse das Labor, wende dich nach links und geh dann immer geradeaus, um nach Vanitea zu gelangen. Das Café Soleil liegt übrigens in derselben Richtung. Gut. Oje, oje. Viel zu viel los hier. Illumina City ist echt riesig, aber solange man auf den großen Straßen bleibt, verläuft man sich schon nicht. Ich mach mal eben einen kleinen Spaziergang. Die Allee hier läuft förmlich dazu ein. Nach Vanitea und zum Café Soleil geht's dort lang. Ja. Der Südring. Auf geht's. Neosan LPM, das musst du dir ansehen. Hier kann man Trainerpromos aufnehmen. Naja, sind ja auch die Trainer-Promo-Studios. Sein eigenes Promo-Video aufnehmen, da werden Träume wahr. Die Leute hier erstellen das Video auch gerne für dich. Da musst du dich um nichts kümmern. Du kannst aber auch selbst zusammenstellen, wenn du dich dazu berufen fühlst. In diesem Fall steckt man sein ganzes Herzblut in die 10 Sekunden dieses Videos, um dann die Welt daran teilhaben zu lassen. Aha. Audioguide. Dies ist eine Haltestelle des Chevromobil-Pendelverkehrs. Diese Haltestelle ist aufgrund von Wartungsarbeiten außer Betrieb. Was haben wir hier? Hier ist das Pokémon Center. Das halte ich für wichtig. Da möchte ich mal Hallo sagen. Und Supertränke kaufen. Blub, 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 blub. Sehr gut. Ich komme wieder, da mal keine Sorge. Ist hier irgendwas Relevantes? Oh, TMs. Aber ich habe weder das Geld, noch würde ich was davon wollen. Ich muss hier rein investieren. Das war die ganze Asche. In Supertränke. Wenn du bereits 6 Team-Pokémon bei dir hast, wird jeder weitere Fang automatisch in deine PC-Boxen weitergeleitet. Einfach toll, was für Möglichkeiten sich uns dank der Wissenschaft eröffnen. Möchtest du Pokémeilen und Preise tauschen? Nein. Sammle fleißig Pokémeilen und schau mal wieder vorbei. Wenn man mit aktivierten EP-Teiler kämpft, erhalten im Falle eines Sieges alle Team-Pokémon, die nicht am Kampf teilgenommen haben, die Hälfte der Erfahrungspunkte derer, die am Kampf teilgenommen haben. Kaum zu fassen, wie viele unterschiedliche Pokémon-Attacken es gibt, nicht wahr? Manchmal erlernen Pokémon auch neue Attacken, wenn sie ein Level aufsteigen. Wusstest du das? Ach nee! Wenn mein Pokémon eine neue Attacke lernt, lass ich es gleich kämpfen, um sie in Aktion zu sehen. Wisst ihr, früher in der ersten Generation mussten wir jede neue Attacke erstmal beibringen, ausprobieren, um zu erfahren, was die Attacke bringt. Wir wussten das ja einfach nicht. Wir wussten es einfach nicht. Das Trovato. Das ist Kaffee. Da ist ein Friseur. Ich sag mal kurz Hi und das machen wir noch, würde ich sagen. Hast du einen Moment Zeit? Der wird noch ein Date oder was, ne? Du zahlst. Ich. Oder nicht? Sag mal, Nachbarin, sind das nicht Flor Delis und... Moment mal, ist es etwa Dianta? Flor Delis ist der Leiter des Labors, in dem der Hololock entwickelt wurde. Und Dianta kennst du bestimmt selbst, oder? Du weißt schon, das ist diese super beliebte Schauspielerin, von der alle Welt redet. Aber was führt diese beiden wohl zusammen? Wie du dieses junge Mädchen in deiner Debütrolle gespielt hast, war einfach wunderbar. Würdest du nicht am liebsten ewig solch junge Charaktere spielen? Ich finde diese Frage irgendwie seltsam. Schönheit ist doch nicht ausschließlich mit Jugend gleichzusetzen. Alles verändert sich mit der Zeit. Wenn ich irgendwann eine alte Dame bin, werde ich mit Freuden altersgemäße Rollen spielen. Aber siehst es dir nicht als deine Pflicht, als Schauspielerin an, auf ewig schön zu sein? Er hat sie doch gerade beantwortet. Hä? Also, sie kann ja eine schöne alte Frau sein. Also für eine Frau schön. Eine alte Frau schön.
Wenn es nach mir ginge, würde ich der Welt auf der Stelle ein Ende setzen. All die Schönheit dieser Welt würde somit ewig währen. Ich ertrage es einfach nicht, wie die Welt nach und nach immer hässlicher wird. Oh, hallo, Let's Play Markus. Das ist die Ernte, eine der besten Schauspielerinnen von ganz Carlos. Mit ihrem bezaubernden Spiel berührt und rührt sie die Leute gleichermaßen. Mit anderen Worten, sie hat ihr Leben ganz der Freude anderer verschrieben. Wäre doch nur jeder so selbstlos wie sie. Die Welt wäre gleich viel schöner, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Also von allen? Ja, ich weiß ja, wer er ist. Von allen Bösewichten finde ich ihn wirklich am merkwürdigsten, weil dieses Gelaber von Schönheit ist halt wirklich so alles andere, so mit Raum und Zeit und Aquamagma, das Galaktik, das ist ja alles. Oder Team Plasma vor allen Dingen, ne? Die Pokémon, ob man mit denen zusammenleben möchte oder nicht, wisst ihr? Ist so, ob das verwerflich ist, dass du die quasi so unterjochst, das hat er richtig Story gehabt. Aber dieses Gelaber von Schönheit ist einfach nur so, oh Mann, uns fällt gerade nichts Besseres ein. Ja, dann mach's halt, ne? Und wer seid ihr? Ich heiße Calem, sehr erfreut. Und nun ja, das ist Let's Play Markus, nicht wahr? Ich habe gehört, wie ihr euch vorhin begrüßt habt. Ihr habt beide sehr schöne Namen. Und eure Pokémon sind auch ganz reizend. Ich habe auch Pokémon, die ich trainiere. Wir sollten unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Jetzt nicht, ne? Ich würde verlieren. Stimmt. Da wir ja beide Pokémon-Trainer sind, könnten wir tatsächlich mal miteinander kämpfen. Ach ja, da fällt mir was ein. Ich wollte was fragen, Nachbarin. Wollen wir nicht eine Art Wettstreit daraus machen, wer von uns letztlich beiden stärker... Wollen wir nicht eine Art Wettstreit daraus machen, wer von uns beiden letztlich stärker sein wird? Du bist zwar gerade aus einer Existia gekommen und hast eine Reise angetreten, aber wir sind schließlich Nachbarn. Da dürfte so ein wenig Konkurrenz die Sache doch spannender machen. Ich würde zwar so oder so nicht verlieren, aber trotzdem. Das war alles, was du hier von mir wolltest? Ja, okay. Können wir mal kämpfen. Warum ihr jetzt nicht kämpft, ist die andere Frage. Bei einem Espresso kommt es nur darauf an, ob er schmeckt oder nicht. Ich habe gehört, Flodelis versammelt zum Wohle der Gesellschaft junge Leute um sich herum. Finde ich eine gefährliche Aussage. Wer ein sonniges Gemüt hat, ist bei allen beliebt. So wie das Pokémon Sonnfell, das ist in aller Munde. Die einzigen, die nicht darüber sprechen, sind die Blumen. Ich möchte so gerne den Film mit Yanta sehen, den, wo sie mit Pokémon auf Reisen geht. Schnapp sie dir alle. Ich trinke 2 Tassen Kaffee am Tag. Aus Kuchen mache ich mir hingegen nicht viel. Wusstest du, dass dieses Café das Lieblingscafé der berühmten Schauspielerin Diantha ist? Ich komme jeden Tag hierher in der Hoffnung, einen Blick auf Diantha zu erhaschen. Ja, und heute hast du sie gesehen, oder hast du gerade nicht hochgeschaut? Das wäre ja ein bisschen schade für dich gelaufen, du. Okay, also wir gehen weiter nach Vanitea. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was erkunden wollen. Vielleicht ein bisschen, ganz grob, weil intensiv, das wird zu viel des Guten, glaube ich. Aber ich würde sagen, im nächsten Part verlassen wir Illumina City, ich hoffe. In dem Sinne, haut rein, gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Bis dann und ciao.